Ich kann euch jetzt schon sagen, heute wird die schlimmste Fahrt meines Lebens. Wir fahren heute im Sub-7 E36. Servus Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich kann euch jetzt schon sagen, heute wird die schlimmste Fahrt meines Lebens auf der Nürburgring Nordschleife. Ich hoffe, ihr versteht mich, weil es sehr laut hier gerade ist und der Wind bläst auch sehr doll, deswegen gehe ich mal ein bisschen näher dran. Wir fahren heute im Sub-7 E36. Sub-7 ist tatsächlich nicht ganz richtig, weil der hat genau 7000 gefahren, aber mit einem Zweifach-Fahrwerk und jetzt ist ein Vierfach drin. Das heißt eigentlich, die Runde war tatsächlich auch mit einem kleinen Fehler drin, das heißt, das Auto würde auf jeden Fall unter 7 fahren. Ist es aber noch nicht, aber vielleicht kommt das ja noch. Wir haben S54 verbaut, das heißt ein E46 M3 Motor, 288er Schricknocken verbaut, ansonsten Ansaugung natürlich, seht ihr hier, Kopf ist auch gemacht. Leistungstechnisch sind wir bei 394 PS, was eben im E36 doch relativ wild ist. Gewicht und so weiter kommen wir gleich zu. Ansonsten haben wir verbaut ein KW V5 Racing Fahrwerk. Vorher, wie gesagt, die Runde, die verlinke ich euch auf jeden Fall unten, ist eine 700 mit einem Zweifach, also mit einem Zweifach Competition. Auch ein relativ altes Zweifach Competition. Ansonsten bremsentechnisch fahren wir eine AP vorne, hinten Serien E36 Bremse. Wir fahren rundum die Rezza in 235, 45, 17. Hinten wie vorne. Ansonsten Unterboden ist komplett geschlossen. Ich kann da mal gerade so ein bisschen drunter luschen. Ich weiß nicht, wie viel man das sehen konnte. Scheiben natürlich komplett Makrolon hinten, vorne, Helmbox, Verbandskasten, Warndreieck. Ist natürlich TÜV-konform das Auto. Hat der komplett so TÜV eigentlich? Ja. Ist komplett so abgenommen das Auto. Ja, gewichtstechnisch liegen wir aktuell bei 1090 Kilo ohne Sprit. Das ist schon geil bei 400 PS, oder? Ja, muss mal reinsitzen. Ich finde, du sitzt auch so. Ja, ansonsten Innenraum, die guten alten. Sind es die Carbo? Nee. Auf deiner Seite. Ja. Nee, auch nicht, aber verlängert irgendwie anders. Ja, Sitze Recaro SPA. Normales Haarschaltgetriebe noch drin. Lightblocks verbaut hier vorne. Innenraumtechnisch natürlich eine Schweißzelle, weil wenn man solche Geschwindigkeiten fährt, da geht es um eine Schweißzelle gar nicht mehr drumherum. Ich glaube, du brauchst auch sowas. Ah, Alter, wo sitzt er denn hier? Ja, aber denk, du sitzt nicht, aber das ist so niedrig. Geht der gut? So. Carbontüren natürlich, also wie gesagt, ganz viele Details hier. Ich filme mir mal gerade so rein, dass ihr es mal einmal im Überblick seht, aber ansonsten, sitzen ist ganz geil, muss man sagen. Bin echt gespannt. Bin noch nie schnell in einem E36 mitgefahren, nur bei Tobi Wolf, aber das ist ja nicht schnell. Ansonsten fahren wir differenzialtechnisch hier eine umgebaute ZF-Sperre, 45%. Das heißt, kein Drechsler, sondern wie gesagt, umgebaute 45% ZF-Sperre. Der Wagen gehört dem Thomas. Ich bin aber gespannt, weil die Zeiten ist immer der Joel Miley gefahren. Alle Leute unten immer markiert, verlinkt und so weiter, könnt ihr reinschauen. Der ist ja schon, man kann schon sagen, Rennfahrer und er weiß schon, was er tut. Da bin ich gleich sehr gespannt. Wir sind eben eine Runde in seinem M3 Touring gefahren und das war geisteskrank. Wirklich jetzt, wirklich geisteskrank. Also ich kam da nicht drauf klar. Ich dachte mir so, Digga, das ist ein Serienauto, wir sind zu viert da drin. Das ist ja einfach nicht von dieser Welt. Ich würde sagen, es gibt an dem Auto noch ganz viel theoretisch zu erzählen, weil wirklich ganz viel gemacht ist, so ganz viele Kleinigkeiten und Details. Aber das würde hier auf dem Parkplatz das Ganze so ein bisschen sprengen. Wenn ihr Bock drauf habt, mehr über das Auto zu erfahren, weil Motorhaube und so weiter, ist natürlich auch alles nicht Serie, ist alles Carbon, ultra leicht. Dann schreibt es gerne mal in die Kommentare rein, dann können wir da vielleicht nochmal wirklich ins Detail gehen und mal wirklich alles durchsprechen. Ja, jetzt habt ihr so die groben Facts zu dem Wagen. Und ja, vermessen, eingestellt und so weiter hat das Ganze Mantel bzw. Räder. Ist jetzt auch das Vierfach ganz neu drin und noch keine Zeit gefahren, noch nicht angerollt. Doch angerollt schon und dafür empfunden, dass es viel, viel besser fährt. Ist natürlich auch krass, von Zweifach auf ein Vierfach ist ein wilder Schritt. Ja, und jetzt hocken wir uns rein. Ich habe Angst. Der Joel kann krass gut fahren, das weiß ich, aber ich habe trotzdem Respekt auf dem Beifahrersitz von diesem Auto, muss ich wirklich ehrlich sagen. Dein Moment ist gekommen. Hallo. Hallo. Die Schweizer wieder, ne? Die Schweizer wieder. Sag mal gerade, das weiß ich selber nicht. Bist du eigentlich mal irgendeine Rennserie gefahren? Nein. Gar nichts. Nein. Also jetzt wollte ich bei FCN. Ja, ich weiß, aber sonst gar nichts. Nur Simracing. Genau. Aber da auch schon erfolgreich. Oh, ja, mehr oder weniger. Ansonsten, wenn wir jetzt hier schon im Stau stehen,
E36, was findest du geil daran? Was ist es, was für dich das ausmacht? Ich meine, du baust jetzt selber wieder ein. Das Gewicht ist einfach geil. Ja, ne? Es ist einfach das Gewicht, ne? Ja. Gewicht ist einfach alles. Genau, 1100 Kilo. Dazu die Leistung hier, ich habe gerade schon gesagt, es hat richtig Druck, das Auto. Es hat viel mehr, als ich gedacht hätte. Und wir haben ja noch nicht mal ausgedreht. Ich sag, das wird die schlimmste Fahrt in meinem Leben. Weil ich gar nicht gut Beifahrer sein kann, aber du ja auch nicht, ne? Denk dran, ich habe Familie, Kind, Frau.
sehr, 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 sehr viel Verkehr, aber ey, manche Kurven, Digga, das ist einfach irreal. Einfach ein irrealer Kurvenspeed. Das kommt noch nicht ganz drauf klar. Also, wie gesagt, wenn ihr mehr vom Auto erfahren wollt, wie das Ganze entstanden ist und so weiter, kriegen wir bestimmt auf eine Reihe. Dann gerne mal einen Kommentar da lassen. Wie gesagt, die Runde, die 70000, könnt ihr gerne abchecken. Habe ich euch unten verlinkt. Guckt da mal rein. Ist auf jeden Fall krass. Schnellste 36, ne? Ich komme noch nicht ganz drauf klar. Leute, danke fürs Zusehen. Kanal abonnieren, dranbleiben, wie immer. Macht's gut, ciao, ciao, ciao.